Der eisheilige Servatius serviert uns neue Regenwolken und das hängt mit einem Tiefdrucksystem über der iberischen Halbinsel zusammen. Es treibt von Süden her die Feuchtigkeit rein. Auch im Norden ist noch ein kleines Tief da, Cordula, aber in der Mitte leichter Hochdruckeinfluss. Das zuständige Hochdruckgebiet Quirinius liegt allerdings ganz weit draußen auf dem Atlantik. Es ist eher so ein kleiner Hochdruckkeil, der bei uns hineinschnuppert. Und man sieht es auch, wie diese Zone in der Mitte mit dem Hochdruckeinfluss immer schmaler wird. Von Süden kommt die Feuchtigkeit und im Norden auch durch dieses erwähnte kleine Tiefdruckgebiet. Einzelne Schauer sind da im Vormittagsverlauf schon aktiv. Und im Süden schiebt sich dieses Regengebiet über die Alpen drüber, erreicht dann allmählich den Stuttgarter und den Nürnberger Raum. Und in der Mitte haben wir zunächst einmal vor allen Dingen von der Eifel bis in die Niederlausitz ganz viel Sonnenschein. Und am Nachmittag wird dieser sonnige Streifen allmählich zusammenschrumpfen. Da gibt es dann auch ein paar Quellwolken. Im Süden dichte Wolkendecke. Der Regen breitet sich langsam Richtung Nordbaden und Franken aus. Und im Norden diese einzelnen Schauer, die erreichen den Mittelgebirgsnordrand. Es sind meistens Regenschauer oder vereinzelt auch Graupelschauer, dazwischen aber auch Sonnenschein, vor allen Dingen an der Ostseeküste bis zu 10 Stunden insgesamt. Meistens sind zwischen 4 und 8 und im Süden eben unter den dichten Wolken teilweise überhaupt kein Sonnenschein. Die Temperaturen dann ohne Sonne zwischen 10 und 13, 14 Grad im Rhein-Main-Gebiet und an der Mosel mit Sonnenschein immerhin bis zu 16 Grad. Der Wind macht es vom Empfinden her teilweise noch etwas kühler. Er weht aus nördlicher bis östlicher Richtung, meistens Stärke 2 bis 3. Am Donnerstag, da gibt es im Süden auch mal etwas weniger Regen, aber weiter dichte Wolken. Ansonsten Sonnenschein und Wolken im Wechsel.